Und einmal mehr hallo! Wir stürzen uns gleich in ein Abenteuer von Unboxing für ein Spiel, wo einige ein bisschen traurig sein werden, denn es ist kein Kickstarter-Spiel. Ich habe den Kickstarter damals leider verpasst, sonst hätte ich es ja mitgemacht. Es ist ein Spiel, was eine richtig abenteuerliche Geschichte hat. Die Retail-Auslieferung fand statt, bevor es die Kickstarter-Auslieferung gibt. Das heißt, all die guten Kickstarter-Unterstützer sind momentan ein bisschen sauer, weil das Spiel ist noch nicht da. Die Rede ist natürlich von Cthulhu Wars. Das wunderschöne Spiel von Petersen Games. Die OS 2, 3 und 4er Versionen für Deutschland sind noch nicht mal verschifft worden, während die Pegasus Versionen, deswegen hier mit Pegasus Logo drauf, die sind bereits da. Ich habe es bei Thalia vorbestellt, vor einem halben Jahr ungefähr, für 105 Euro. Gab gerade so, weiß nicht, 16%, 18% Ermäßigung drauf. Ja, das heißt, wir packen jetzt die Retail-Version von Cthulhu Wars aus und gucken nach, was da drin Schönes steckt. Wen es interessieren sollte, es kam in einer schönen Box und ich habe die Nummer 1664. Da könnt ihr es sehen. Und ja, nee, 2664, sorry, 2664. Ja, die 1 und die 2 sehen ähnlich aus. Ja, und lustigerweise, hier steht auch noch drauf, Grundspiel Cthulhu Wars für AT. Das heißt irgendwie, ja, sind die Österreicher mit dabei. Gut, viel Spaß beim Unboxing. Wunderbar, hier sind wir. Hier ist die gute Box. Ich habe die schon ein bisschen angeschnippelt auf einer Seite. Das heißt, die kam nicht so an. Die kam ganz ordentlich verpackt an. So. Wunderbar. Da ist das gute Stück. Cthulhu Wars, ein Spiel von Sandy Petersen. Ich glaube, der gute Mann ist ein bisschen berühmt-berüchtigt. Einige sind sauer auf ihn. Neuerdings hier mit Pegasus-Logo drauf und hier in einem großen Patch drauf. Ja gut, zum schwarzen Hintergrund passt das ganz nett. Was auch gleich auffällt, die Box schließt unten nicht ganz. Da ist hier fast ein ganzer Fingerbreit, was überragt. Und hier sehen wir schon mal, was uns drinnen erwartet. Ja, die Abenteuer der guten alten Götter. Aber gut, gut, heute waren die Götter uns hold. Das Ding wiegt 6, etwas Kilo. Es ist also nicht ganz leicht, dürfte aber schöne viele Minis enthalten. Wir werden sehen. Wir werden uns jetzt überraschen lassen. So, von innen die Box ganz normal. Von der Seite nichts Spektakuläres. Spielzeit 90 bis 120. Es soll ja ein relativ entspanntes Schnitzelspiel sein. Wir werden es sehen. Hier ist schon mal die Onslaught, er war dritte Edition Regelwerk. Ja, so seht ihr es auch. Es ist sehr, sehr dick. Auch hier, ne? Es ist halt daumendick. Das nenne ich mal Regelwerk. Oh, hier unten ein unschöner Streifen drauf. Und drinnen, was erwartet uns dort? Ja. Scheint nicht reichlich bebildert zu sein. Häufig gestellte Fragen bei Seite 200. Okay, Aufstellung und Grundlagen auf Seite 184. Okay, hier war mal, da war ein großes Bild. Nee. Karte der Bibliothek von Celano. Nun gut. Nee, haben wir irgendwelche Karten noch drauf? Soll man die ausschneiden? Sieht interessant aus. Komponenten. Okay, jetzt kommen die bunten Bildchen. Weil hier 200 Seiten Regelwerk. Puh, 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 puh. Ich dachte, das wäre ein schönes, einfaches Beer and Bretzel Spiel. Weil angeblich soll es auch relativ einfach sein, aber komplexes Kampfbeispiel 4 und komplexes Kampfbeispiel 5. Ja. Also man wird ein paar Tage für die Regeln brauchen. Wir haben 4 Götter in dem Basisset drin. In den Erweiterungen sind da noch weitere. Okay, also insgesamt haben wir 230 Seiten plus dem am Ende, also 234 ungefähr. Das nenne ich mal Regelwerk. Das ist eine Lektüre, da kann man ein paar Nächte schlafen und lesen. Dann haben wir hier Tableaus für unsere guten Götter, in dem Fall für die Fans der schwarzen Ziege. Und für das gelbe Zeichen,
für den großen Cthulhu. Ja, der ist ja eh der Beste, ne? Und für das kriechende Chaos gibt's auch noch was. Das sind die vier, die wir haben aus dem Basisset. Und auf der Rückseite, oh, da gibt's ja noch mehr. Da gibt's noch mehr. Anfang der Niederschrift ist ein Klumpen anders, zweite Stimme. Okay, ein bisschen fluff scheint das zu sein. Da haben wir also ein bisschen fluff zu allen Vieren. Ja, bei dem einen ist der untere, das ist hier unten ein bisschen anders. Nun gut. Nun gut. So, dann haben wir hier die Verdammnisleiste. Schön groß. Und da haben wir Spielende bei 30, aber es geht gemütlich weiter. Man kann also nach Spielende wahrscheinlich nochmal Punkte kassieren. Alles klar. Ein Ritual der Auslöschungsleiste. Oh, ich bin gespannt auf die englischen Begriffe und die deutschen. Aber ich gehe mal davon aus, die haben es gut übersetzt. Deswegen, es wird schon passen. 3, 4 und 5 Spieler. Weil es ist ja auch eher ein Spiel für mehrere Spieler. Wobei, 5 Spieler, wenn wir hier nur auf die Box gucken, wo war es hier? 2 bis 4 Spieler. Wahrscheinlich berücksichtigt das bereits die Erweiterungen, weil ohne Erweiterung macht das hier unten jetzt keinen Sinn. Aber es gibt ja Erweiterungen. So, dann haben wir hier Pappstanzbretter mit verschiedenen Countern. Ja. Mit Rückseiten. Scheint von der dickeren Sorte zu sein, also durchaus die ordentlichen. Ich denke, mit lassen sich gute ausstanzen dann. Dann haben wir hier noch mehr. Hier sind Aktionskostenkarten, fortwährend. Jo. Auch hier nochmal die Rückseite. Es sind nur 3 von den Blättern. Wobei die ersten 2, naja, die sind sehr ähnlich. Wahrscheinlich pro Spieler quasi 1. Ne? Zumindest unten die 6 Stück. Die sehen farblich sehr deutlich aus. Und Cthulhu Wars, Sieg. Ja. Das haben wir hier. Und das gleiche jetzt nochmal für Blau hier. Und damit haben wir auch schon den ganzen Pub-Counter durch. Ich bin gespannt, da kommen gleich die Minis. So, und wir haben natürlich eine große, schöne Karte von unserer Welt. Dann machen wir die noch zuerst, bevor wir uns auf die Minis stürzen. Und die Karte ist hier mehrfach gefaltet, 4-fach scheinbar. Oder wird hier sogar noch größer? Das sind 2 Karten. Okay, dann gucken wir nach. So, Vorder- und Rückseite. Starten wir mal mit der Seite hier. Also, da haben wir einmal das hier. Wie man sehen kann, Nordamerika, Australien und Südamerika. Leicht verzerrt. Und passend dazu gibt es auch noch hier Europa, Asien, Afrika und den Indischen Ozean mit Antarktika unten, weil Antarktika ist immer wichtig, ne? Bei H.P. Lovecraft. In Antarktika passieren immer spannende Sachen. Achso, und warum es übrigens ist, da oben sehen wir es. 3 Spieler. Könnt ihr es sehen? Ja, ihr könnt es sehen. 3 Spieler sind es hier oben. Das hier unten war auch die 3-Spieler-Variante. Das heißt, das hier gehört sich normalerweise so schön nebeneinander hingelegt. Aber das ist zu groß für die gute Kamera. Deswegen, obwohl ihr, es passt ja fast drauf. Ne? Es passt fast. Genau, so könnt ihr also halbwegs sehen. Und auf der Rückseite haben wir die Abenteuer, wenn wir es zu 5 spielen. Wobei es zu 5 mit dem Basisspiel gar nicht geht. Ne? So, für das Stück, was ihr nicht sehen könnt, haben wir hier noch mal ein bisschen was. Und für die andere Seite seht ihr auch hier noch mal das fehlende Stück. Genau. Okay, aber in der Box sind noch mehr Sachen drin. Dann machen wir die Karten doch lieber weg. Falten wir die schnell zusammen. Ich wollte ein paar Minis auf die Karte draufstellen, aber im Grunde, ja, das brauchen wir nicht. So, hier gibt es nochmal eine Spielphasenübersicht. Schön eingepackt, aber gleich nicht mehr. Mhm. Da haben wir die Spielphasenübersicht. Jo. Dürfte für jeden Spieler 1 dabei sein. Ja, für den 5. Spieler haben die es nicht. Das gibt es also in irgendeiner Erweiterung. Und hier das. Und dann haben wir hier einen schönen Stoffbeutel. Ja, Stoffbeutel. Das ist immer so ein Thema bei Eldritch-Spielen, weil bei Arkham Horror, da hat man sich lange einen Beutel gewünscht. Hier ist er nicht. Oh, das ist fast durchsichtig. Könnt ihr es sehen? Meine Hand kann man dahinter sehen. Das ist sehr, sehr dünnes Material, aber es wird reichen bestimmt.
Weil bei Arkham Horror, da wünscht man sich immer einen Beutel. Da ist nie einer dabei. Dann gibt es hier kleine Mini-Würfel. Von denen gab es ja auch spezielle Versionen. Och, da habe ich Diskussionen gesehen, dass man da ganz spezielle Würfel haben möchte. Weil meine wohl bei 3 Seiten keinen Treffer hat. 1 bis 3. Dann glaube ich 4 und 5 ist ein Treffer verwundet. Und Nummer 6 ist halt besiegt. Und hier sind halt ganz normale Standardwürfel drin. Sehr, sehr klein. Also kleiner Finger. Dicke vom kleinen Finger. Noch diese 12 mm Dinger. Ziemlich, ziemlich klein. Da haben wir ein bisschen gespart. Dann haben wir hier, das sind wahrscheinlich die Kultisten, in einem Ziplock. Holen wir uns ein paar raus. Die gibt es in allen bunten Farben, scheinen aber identisch zu sein. Also hier haben wir einen roten Kultisten. Der hat sein Büchlein dabei, liest aus dem Buch was vor. Ja, ob es das Necronomicum ist, wer weiß, wer weiß. Hier haben wir den grünen, aber ihr seht, die sind ziemlich identisch. Und dann gibt es noch einen blauen auch. Wobei, der hier ist nicht. Das ist kein Lesender. Das ist mehr ein Mutierter. Ja, und verglichen mit den Camon-Miniaturen, ne, bei Zombicide, die sind nicht so detailliert. Das wird ein bisschen tricky, den zu bemalen, im Gesicht gerade. Da muss man kreativ sein. Bei dem hier geht das, bei dem Kultisten. Aber der Detailgrad, ja, den gibt es bei einigen Spielen noch besser. So, hier haben wir es auch in Blau. Aber schön, dass der Boden mit modelliert ist. Und da sind auch so ein paar Schriftzeichen am Boden. Ne? Ja, die Schriftzeichen am Boden, da mag die Kamera nicht so richtig. Aber die sind cool gemacht. Am Boden, das gefällt mir. Und unten ist dann auch ganz glatt zum Hinstellen. Gibt es noch eine andere Miniatur? Ja doch, hier, da ist noch was Kleines. Da haben wir so ein kleines Ungeheuer. Oh, das sieht cool aus. Der gefällt mir. Hat schöne Zähne. Ja. Hier ist mit dem Autofokus, da müssen wir noch ein bisschen üben. Aber der ist cool. Gibt es den nur in einer Farbe? Nee, müsste auch in allen Farben geben. Oh. Da ist einfach mal eine Münze mit drin. Warum auch immer. So. Okay. Ja gut, vielleicht haben nicht alle Fraktionen diese Mini-Monster. Das kann natürlich auch sein. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Dann gucken wir uns jetzt hier oben die an. Die schönen peitschenschlingenden Freunde. Die sind wieder schön. Die sind schön. Wobei, Peitschen haben die nicht. Ne? Das waren die Flügel, wo ich dachte mit dem Schwanz, dass das eine Peitsche wäre. Aber es ist der große Schwanz. Aber den können die bestimmt irgendwie im Kampf einsetzen. Ne? Hier, guck mal, mit so einem schönen Stachel dran. Den haben wir zweimal drin. Und das ist auch die Einlage. Hier drüben waren gerade die Miniaturen drin. So, jetzt kommen die großen Teile. Obwohl, die heben uns fürs Ende auf. Ne? Gucken wir uns erstmal diese hier an. Weil hier ist noch ein großer Sack mit verschiedenen Monstern. Guck mal, hier ist was Grünes. Oh, ich hätte mir die Fraktion natürlich etwas genauer angucken können. Dann könnt ihr euch genau sagen, wer was ist. Aber die sind wiederum schick. Die gefallen mir. Und hat der Boden, dass der auch immer modelliert ist. Das gefällt mir. Dann haben wir hier, ah, das ist der gleiche, ne? Das ist der gleiche, aber der gelbe ist neu. So. Ich glaube, die werden schon schick, wenn man die einmal anmalt. Bei Board Game Geeks kann man ja mal gucken, wie die guten Stücke angemalt aussehen. Weil das laden ja viele hoch. Das ist schon schön. Hier mit dem schönen Cthulhu-Gesicht. Yes! Das wird ein Spaß. Ah, hier für die Grünen noch mal was. Ist das ein großer Mund oder ist das... Oh, ja. Ein bisschen Pusteln wahrscheinlich hinten drauf. Ja, ich glaube, das ist schon cool. Ja, das ist schon cool. Das ist das gleiche nochmal. Der ist neu. So, gucken wir uns den an. Der hat große Augen. Dem entgeht nichts. Und ein schöner Mund hier mit Zunge. Darum noch ein Mund. Oh,
Der hat ein cooles Design. Sehr, sehr schön. Dann den hatten wir. Das ist nochmal der gleiche. Den hatten wir auch schon. Oder? Ja, ja, das ist der gleiche. Einen von den größeren sind wir dann wahrscheinlich hier durch. Ne, der ist neu. Der ist neu. Guckt euch den an. Der ist auch schick. So ein fliegender Basilisk oder sowas. Boah, der gefällt mir. Das sieht ein bisschen drachenartig aus. Richtig, richtig schön. Der ist richtig schick. Und hier, da ist noch was Neues. Ah, das ist eine Figur mit großen Tentakeln und einem großen Mund. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich blamier mich hier richtig, ne, dass ich die nicht mit Namen kenne. Dabei sind die alle ziemlich berühmt. Aber ich vergesse den Namen immer so schnell. Wenn man die Geschichten liest, dann weiß man Bescheid. Aber dann ein paar Wochen nicht gelesen, wieder alles vergessen. So, von diesen großen Tentakelfreunden haben wir auf jeden Fall drei Stück drin. Von diesen kleinen Drachis in Blau waren es zwei. Ja. Okay, dann da haben wir alle durch. Dann hier unten ist nochmal ein. Ach, das ist der gleiche wie in der oberen Box. Den hatten wir schon. Dann ist hier nochmal ein größerer gelber. Ja, wen haben wir da? Das ist eine Person, die kringelt sich mit Schnürchen. Und am Boden sind ein paar schöne Totenköpfe. Das sind schon schöne Minis. Dann nehmen wir hier den großen in Rot. Ihr könnt die Fraktionen auch nachschauen. Ne? Die sind ja farbkodiert. Und das ist die größte Mini. Und ihr seht, die ist wirklich groß. Ich kann mal kurz ranhalten, wie groß. Weil generell hier die ganzen Minis sind ordentlich riesig. So, also wir sind hier bei 14 cm. 14 cm hoch und ungefähr 10 cm lang, wenn man bis zum Schwanz geht. Für die Maxi-Figur. So, muss man ja auch einräumen können. Dann haben wir hier das blaue Chefmonster. Oh, die gefallen mir, wenn man die aufs Spielbrett tut. Ne? Die sind so riesig. Nicht schlecht. Auch hier, ups. Wir haben eine Höhe von ungefähr 13 cm und eine Tiefe von ja, 8. Ungefähr 8. Ich meine, die haben irgendwelche Auswucherungen in irgendeine Richtung. Schick, schick, schick. So, und hier. Boah, das Ding wiegt auch. Das wiegt was? Ich wette, das wiegt alleine 500 Gramm oder sowas. Das ist ja ein Klotz. Das kann man im Grunde fast in eine Vitrine stellen. Ne? Also wer auf sowas steht, natürlich. Und die stehen hoffentlich auch, ne? Ja, ja, die stehen. Die stehen solide. Okay, dann der Kollege, der ist bei ungefähr 12 cm. Und Breite ungefähr auch 12 cm, weil bei dem ragen ja links und rechts eine Menge Tentakeln. Hier macht man den mal so rum. Ja, schon kriege ich die nicht mehr rein. Gut, dann haben wir den Chef in Grün. Oh, der sieht doch sehr nach Cthulhu aus. Gesichtsmäßig, ne? Tentakeln. Wir wissen ja alle, Tentakeln sind hier das Beste. Wenn es darum geht, mysteriöse Wesen aus alten Zeiten zu beschreiben. Und hier sind wir bei, ne, muss ein bisschen rausziehen, bei knapp 20. Ja, so 19 bis 20 Zentimetern. Ah, wie kriegen wir es drauf? So kriegen wir es drauf, ne? So könnt ihr es dann auch sehen. Dafür ist er nicht so breit. Der ist nur ja, 7 cm breit, je nachdem, welche Stelle man nimmt. Ja, hier wäre es sogar bis zu 10 bis 9 cm. Also, richtig fettes Teil. Ja, und das war es dann auch schon. Wer noch mal kurz nachschaut, oder schauen wir noch mal ganz kurz nach auf den Spielertableaus. Also blau war kriechendes Chaos, schwarze Ziege war rot, gelbes Zeichen waren die gelben und Cthulhu waren die grünen. Ich würde sagen, Spielmaterial ziemlich cool, weil hier drin ist sonst nichts mehr. Wir haben noch ein Inlay. Ja, aber das war es im Grunde. Also zwei Inlays waren hier drin. Wir hatten ja das noch oben drauf. Und hier rechts waren dann die ganzen mittelgroßen Figuren. Wir können auch davon mal schnell ein, zwei messen.
haben wir hier zum Beispiel den kleineren grünen. Der war ganz, ganz grob 6 cm breit und 5 bis 6 cm hoch. Aber da gab es auch ein paar größere, wie zum Beispiel hier den guten Freund da. Der war bei ungefähr 13 cm und so 6 bis 7 cm Breite. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Ersteindruck bekommen. Das ist, wie gesagt, das, was man im normalen Laden bekommt bei Cthulhu Wars in der Retail-Version von Pegasus. Es gibt natürlich die Kickstarter-Version mit vielen coolen Extras. Die habe ich nicht, aber ich denke mal, ich werde mich jetzt noch schnell ranmachen und hoffen, dass ich noch ein paar von den guten Erweiterungen bekomme, damit man es auch zu fünft spielen kann. Und soweit ich weiß, ein paar extra Fraktionen tun sich bei dem Spiel immer gut. Es wird also spaßig. Was wir noch schnell machen können. Hier haben wir Europa auf der Karte. Und wenn Europa Cthulhu zu Besuch kommt, ja, da wird Deutschland im Grunde abgedeckt. Gut, Deutschland ist jetzt mehr hier. Aber ja, Cthulhu ist so groß wie Deutschland. Läuft. Das ist ein guter Finisher. Also, ein Hoch auf die guten Alten. Und bis nächstes Mal. Tschüss.